Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir mal die Computerbild und die Chip im Vergleich an. Viel Spaß! Als erstes kommen wir mal zu den Themen. Ich greife mir jetzt einfach mal die Computerbild raus, weil ich diese eher lese. Die ist nämlich voll mit Apple, Samsung, LG, Nokia und Sony. In der Chip ist eher mehr Hardware und Gaming. In jeder der beiden Zeitungen ist immer ein nettes Gadget, wie zum Beispiel ein Spionageschutz für jede Kamera dabei. Und ja, ich finde beide Zeitungen sehr informativ, meine ist allerdings die Computerbild, da sie erstens nicht so teuer ist und zweitens sich mehr mit Technik beschäftigt. Und ich bin ja eher nicht so der Hardware- und Gaming-Typ. Ich bin eher so iPad, iPhone, Tablet, Smartphone, Computer. Und die Chip ist eher was für PC-Suchtis und Gamer. In der neuesten Ausgabe von Computerbild sind auch 250 Produkte im Test. Und da sind Smartphones, Tablets oder Kopfhörer dabei. Und ja, wie gesagt, in der Chip ist mehr Hardware. Was ich bei der Chip auch immer ganz nett finde, dass öfters mal so nette Programme dabei sind. Zum Beispiel in der neuesten Ausgabe war ein Fotografie- und Bildbearbeitungsprogramm drin. Außerdem sind beide auch als E-Paper verfügbar. Da sind sie ein wenig billiger. In der Form finde ich sie auch nicht schlecht. Immer dabei und man muss sie nicht rumschleppen. Und schnell mal das iPad oder das iPhone, morgen ist in der Bahn draußen und man kann sofort jede Zeitschrift lesen. E-Papers sind wirklich eine coole Erfindung. Außerdem kann man mit der Computerbild mit einer bestimmten App Sachen aus der Zeitung scannen und dann erscheinen Artikel in der Zeitung vorgestellte Apps oder Videos auf dem Tablet oder Smartphone. Das finde ich ein nettes Gadget. Die Computerbild ist ein bisschen billiger mit 3,50 Euro. Und die Chip kostet eben auch 7 Euro. Und der Preis der Chip ist echt teuer. Allerdings hat sie auch ein Hardcover und ist gebunden. Aber trotzdem, für einmal lesen und dann liegt sie in der Ecke oder in der Mülltonne sind 7 Euro echt ein bisschen zu teuer. Bei der Computerbild stört mich wiederum, dass sie kein Hardcover hat. Aber bei 3,50 Euro kann man es ja auch nicht erwarten. Und letztlich bleibt es euch überlassen, welche ihr besser findet und dann schließlich kauft. Mein Favorit ist auf alle Fälle die Computerbild. Welche findet ihr besser? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs freundliche Zuschauen und bis bald. Bevor ich es vergesse, schaut auf alle Fälle mal auf meinen Social Medias und auf meinem Zweitkanal Flo's Vlogbox vorbei. Da gibt es coole Vlogs und bald auch ein Daily Vlog Projekt. Und ja, da müsst ihr einfach mal vorbeischauen. Daily Vlog Projekt ist übrigens nochmal in einem anderen Video und dann viel Spaß. Übrigens, Leute, dies ist das letzte Video, das ich mit meiner alten Kamera filme. Ab jetzt, beziehungsweise ab dem 22.12. werden Videos mit der Canon EOS 1200D in 1080p hochgeladen.